Ladies and Gentlemen, willkommen am heutigen Sonntag nach Weihnachten zum großen Preis von Monaco. Mit einer interessanten ersten Startreihe. Fernando Alonso neben mir und ja. Kein Pinker Panther, kein Red Bull. Da ist im Qualifying irgendwas in der Raskas los gewesen am Ende. Da hat sich wahrscheinlich irgendjemand gedreht oder ist hängen geblieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde dann auf einmal alles blockiert. Ich gehe davon aus, dass es Ricciardo war, weil der hat eine 5 Plätze Gridstrafe bekommen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, der wäre normalerweise Erster gewesen. Egal. Wir sind auf 2. Das ist sehr gut, gerade in Monaco. Unser Motor ist kurz vorm Kaputtgehen. Ich hoffe, der hält durch. Der ist bei über 80% Verschleiß. Nach dem Rennen werden wir auf jeden Fall einiges tauschen. Das ist klar. Rennstrategie ist auch relativ klar. Was soll ich dazu großartig noch sagen? Let's go. Und hoffen wir, dass wir überleben. Das Beste wäre natürlich auf die 1 nach vorne. Moment, auf die 1 nach vorne. Und dann durchfahren. Einfach nur vorsichtig durchfahren. Gar nicht mal irgendwie pushen. Ah, schauen wir mal, wie der Start läuft. Ja, der Gute ist, Alonso ist keiner, der jetzt hier irgendwie aktuell im Titelkampf was zu sagen hat. Also der würde da vorne wenig Unruhe stiften. Ganz anders sieht das schon wieder hinter mir aus. Da sind dann die großen Namen alle schon wieder vertreten. Ihr seht auch am, nicht DRS, sondern am ERS, das ist auch nicht mehr ganz in Ordnung, also ich weiß gar nicht, dann können wir nochmal einblenden, gar nicht. Hülkenberg wurde disqualifiziert, jawoll. Macht die KI denn hier? Hm. Ja, ich kann es in der Einführungsrunde nicht anzeigen lassen, den Verschleiß. Aber wie schnell die Runden hier auch sind, das hat mich ein bisschen irritiert. Wir fahren ja 1,7. Ich gefahren irgendwo mit 1,75, 1,74 oder so. Ja, das hat er schon, aus Österreich. Österreich. Maße? Keine Ahnung. Auf jeden Fall krass schnell. Warum ist mein ERS eigentlich auf 4? Ich habe da nicht auf 4 gestellt. Alles gut gelaufen. Alonso ist nach vorne geblieben, das war mir klar. Den werde ich auch nicht kriegen. Alter! Jetzt wird das Bild auf einmal wieder schwarz. Lecco mio, ey. Ich weiß nicht, was das ist. Glück gehabt. Mhm.
Okay, man kann hier nicht überholen. Alonso ist weg, das ist klar. Also wenn da nichts passiert, gewinnt er das Ding hier. Weil ich halte jetzt hier alles auf. Alter! Okay, das war jetzt Chaos. Ich weiß nicht, was da jetzt abging. Die wollten dann mit der Brechstange an mir vorbei. Kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, mein Frontflügel ist jetzt komplett kaputt. Oh ja. Stau. Ich komme jetzt rein, ist klar. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. So, auf die Roten und durchfahren. Oh, einer ist aus dem Rennen. Ein paar Infos zu Stroll. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Es sind nur noch 15 im Rennen. Was ist denn hier los? Chaos. Sechster. Sind die rutschig.
Bin mal gespannt, wie schnell ich im Gegensatz zur Konkurrenz bin. Auto fühlt sich ja wieder gut an. Fünfter! 1:10, jo! 2 Sekunden. Na gut, die fahren aber auch andere Reifen. Wichtig, glaube ich. Und der nächste. Wenn es so weitergeht, machen wir Monaco 96 nach. Man merkt übrigens im Tunnel ganz deutlich, dass unser Motor kaum mehr Leistung hat.
Aber anscheinend kann der Perez bei einer Pace nicht mitgehen. Finde ich schon mal gut. Ja, wobei. Ah, doch, er ist direkt dran. Jetzt fahre ich wieder langsamer. Ich bin noch rumgepaced, jetzt wieder auf Safe fahren. Fahrer vor mir. Sainz vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,8 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit 9 ultraweichen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 11,3. Wenn ihr noch einmal rein müsst, ist ja gut. Ich hoffe, dass ich nicht noch mal rein muss. Der soll sich nur den Flügel an mir kaputt fahren. Dann lache ich ihn aus. Uiuiui, das war knapp. Ja, nicht, dass ich mich gleich selber auslachen muss.
Also, chaotisches Rennen noch angefangen hat. Jetzt ist irgendwie so ein bisschen Luft raus hier. Statusbericht. Trockenreifen passen gerade am besten. Wow, was für eine Information. Jeff, da hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für diese Information. Die ist mir verdammt nochmal nützlich. Dämlicher Vollidiot. Müssten ihn echt mal bringen. Kimi, Trockenreifen sind gerade am besten. Was meinst du, was da für eine Antwort kommt? Ich habe das Gefühl, das ganze Feld bis auf zwei, drei Ausnahmen knubbelt sich an einer Stelle. Ich habe die vorhin mal nicht im Tunnel gesehen, alle. Oh, was war das denn für ein Sound? Ich glaube, ich habe gerade meinen Unterboden zerstört. Gibt's in dem Spiel nicht, ist klar, aber so hat sich's auf alle Fälle angehört. Einer war der Box. Ah. Oh. Ein Hinterbänkler. Hoppala. Oh nein. Überholen. Überrunden hier in Monaco. It marked me. Das hat im Training schon nicht funktioniert. Uiuiui, das war der falsche Gang.
Mir fehlt ein Gang. Ach du Scheiße. Gut, dass ich den vierten Gang nie benutzen muss. Oh, shit. Die Karre fällt auseinander, ey. Einfach nur merken, einmal weniger runterschalten. Scheiße! Wegen dem Gang habe ich jetzt Verstappen nicht mehr kriegen können. Ja, den kriege ich jetzt nicht mehr. Ah, der vierte Gang ist wieder da. Lass mich doch hier. Oh, ja, ja, ja. Weil wir erschrocken jetzt. Der müsste schon so viele Strafen von mir haben. Oh Junge, verpiss dich!
Boah, du Ratte! Der müsste doch disqualifiziert werden. Wenn ich das machen würde, würde ich so viel Strafen kriegen einfach nur. Blue Flags, Blue Flags. Oder war wieder der Unterboden. Gibt's nicht, ne? Oh, hier macht der Wichser Platz! Sorry. Aber das kann doch nicht sein. Gewinnt ihr die blauen Flaggen jetzt? Hä? Alter. Wahrscheinlich für die Leute da vorne. Ja, die sind noch für da vorne, die. Versuche Anschluss zu kriegen, aber keine Chance. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,10,9. Der fährt besser als meine schnellste Runde bisher. Na gut, meine Hütte fällt auseinander. Boah, die blauen Flaggen, die nerven jetzt.
Fahrer hinter mir. Seid hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 12,2. Ja, und selbst wenn, der kann mich eh nicht überholen. Und da sind Autos zwischen, sehe ich gerade. Oh, beide da, hoppla. Fahrer hinter mir. Sainz liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Letzte Rundenzeit lag bei 1:11,1. Oh, der ist tatsächlich kaputt gegangen. Das hat sich nicht nur so angefühlt.
Scheiße. Das Podium ist weg. Mann, schon wieder ein schwarzer Bildschirm. Gott sei Dank immer an Stellen, wo es nicht ganz so schlimm ist. Nicht, dass das HDMI-Kabel einen Abgang macht. Ja, ist egal. Der hat sich jetzt zurückgerundet. Den habe ich jetzt einfach mal vorbeigelassen. Nicht, dass der mir noch irgendwann hinten reinfällt oder so. Da ganz dumme Dinger veranstaltet.
So, letzte Runde. Alonso gewinnt, das war eigentlich klar. Habe ich ihm ein bisschen geholfen, würde ich sagen. Dann müsste Verstappen Sainz kommen. Und dann irgendwann nochmal ich. Aber immerhin, vierter Platz finde ich super für Monaco. Das Team von McLaren hat es durchgezogen. Es hat hier und heute in fantastischer Manier gewonnen. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Das Wichtigste war wahrscheinlich, dass er sich aus allen Problemen rausgehalten hat. In einem Rennen, in dem die Hälfte des Felds nicht ins Ziel kommt, erzielt man ein gutes Ergebnis, wenn man es schafft, dass das Auto einfach weiterfährt. Bei seinem Tempo und seiner guten Strategie gab es meiner Meinung nach nie einen Zweifel, dass er das Rennen gewinnen würde. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nach dieser tollen Leistung hat es an der Spitze einen Führungswechsel gegeben. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Ich würde sagen Marcus Ericsson. Auf Tuchfühlung mit anderen Autos verfügt er über ein äußerst feines Gespür und er hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr gut weiterentwickelt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Was soll ich noch sagen? Also irgendwie haben die heute was gesoffen hier in Monaco. Erstens sagte Heiko oder der andere da gerade, wenn die Hälfte des Feldes ausscheidet, rechnen können sie nicht. Und das Beste war sowieso nach Q3 die Interviews. Irgendwas mit Gefühl und bla, nach Q2 auszuscheiden. Also die Frage ist, warum ich nach Q2 ausgeschieden bin. Keine Ahnung. Egal. 5 Punkte. Tabellenführer. Guck mal. Der Alonso, der macht da was falsch. Haas, Haas. McLaren, Red Bull, Red Bull. Force India, Force India. Renault, Renault. Ja gut, Ferrari klappt das auch nicht. Sauber, Sauber. Ist auch direkt hintereinander. Naja, ist egal. Ist egal, Konstrukteurs-Sieg. Ja, sind wir vorne. Sehr gut. Aber da waren wir auch schon vorne. Sirotkin hat übrigens 15 Sekunden Strafe bekommen. Zu Recht. Eigentlich hätte der disqualifiziert werden müssen. Wenn ich das gemacht hätte, 3 Runden lang blaue Flaggen ignorieren, ich wäre schon längst weg gewesen, aber gut. So, jetzt können wir alles aus dem Auto ausbauen. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie stehen an der Spitze der Meisterschaft. Sind Sie glücklich oder spüren Sie bereits den Druck? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben?
Tja, trotzdem danke. Kein Kommentar. Was für ein Zusammenstoß, ich hatte keine. Hab zweimal meinen Frontflügel verloren, aber zählt nicht. Ja. Nein, mir fehlt ein Punkt. Oh, und zwischen uns beiden ist auch sehr. Okay, ja, es gibt jetzt Ziele. Die habe ich geschafft. Hui. Cool. So. Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Das hat die nach dem Qualifying auch gesagt. Ich war auf 2, also auf 3, 2. Boah, die dumme Kuh. Du hast dein letztes Teamziel erreicht. Gut gemacht. Deinem Team gibt das die Motivation, die Entwicklung voranzutreiben. Und uns hilft es bei den Vertragsverhandlungen. Ich kann mein Getriebe nicht. Doch, abgeschlossene Rennen. Ha, la 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 la. Hauptgetriebe. So. Sehr schön. Und jetzt hier. Neu. 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 Das muss noch ein bisschen aushalten. Ach so, noch ein wichtiger Punkt, stimmt. Das läuft. Das läuft auch. Kann ich nicht, läuft. Soll ich? Nee. Nein. Weil nach dem nächsten Rennen können wir dann mit etwas Glück beide abschließen. Nee, Quatsch. Aber Aerodynamik kann ich abschließen. Gut. Ja, habe ich schon gemacht. Ah, wo fahren wir überhaupt? Ach, Kanada. Ich war irgendwie jetzt in Frankreich. Dann kommt Frankreich danach. Dann haben wir jetzt Kanada danach Frankreich. Das ist gut. Wobei Frankreich nicht gut ist, aber naja. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Ja. Müssten zwei sein, ne? Ne, nur eins. Aerodynamik. Ne, Quatsch. Chassis ist fertig. Chassis, Platz 1. Antrieb, Platz 1. Aerodynamik, Platz 3. Aber in Frankreich sind wir auch Platz 1. Läuft. Wunderbar. Guti. Ich verabschiede mich. Bis nächstes Wochenende in Kanada. Quasi bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.